Willkommen zurück zu meinem Let's Play Card Hunter. Wir haben das letzte Mal die Level 3 Adventures gemacht. Fangen wir an mit dem ersten Level 4 Adventure. Ruby Demon Portal. Klingt gut. Muss einmal lieber Dungeon of Lizard Priest nehmen. Nee. Ruby Demon Portal. Auf in den Kampf. And now. Horde of misshapen imps are pouring forth from a yawning abyss of pure terror. Close the ruby demon portal. Okay. The wizard Aloiso sends you warning of the demon portals, magical gateways to the great abyss through which endless demons will pour forth. The first of these is opening nearby. You must slay the demon spawn. Yeah. It have already emerged and then destroy the sigils of to seal the ruby portal forever. Three diabolic battles. Na, schauen wir mal. Begin adventure. Pass the cheesy chips, please. Aloiso's directions bring you to the ruby demon portal. It squats in a scrubby wilderness, surrounding by towering obelisks and tall dead trees in four concentric rings. You must fight your way to the center and speak a charm of sealing before it spews forth an unending army of demons. Das wollen wir definitiv nicht. Kämpfen wir uns durch. Encounter! The gates of hell have opened, revealing two fire imps and two arcane imps. Tremble, mortals. Okay. Tremble. Werden die näher kommen? Ich hoffe jetzt, dass sie nicht allzu viel... Ah, verstehe. Der sieht uns da gar nicht. Ich hoffe einfach, dass sie nicht allzu viel Schussdings haben. Naja, puh. Das heißt, wenn wir das machen, wenn wir daher gehen, dann werden wir von keinem von denen gesehen. Ah, jetzt sieht er uns. Aha, das heißt, mit ihm müssen wir auch gehen. Sieht uns der. Ah, und der sieht uns auch. Ach so, warte mal, der schaut in die falsche Richtung. Der sieht da hier. Aha. Ah. Damit könnten wir den belegen. Hier gehen. Okay, also den müssen wir noch irgendwie in die Nähe bringen. Super. Toll. Das hat ja jetzt urviel. Das ist aber nicht nett.
von euch. Mir wäre es irgendwie recht, wenn wir meinen Krieger auch noch in die Nähe bringen könnten. Aber offensichtlich funktioniert das jetzt nicht so gut. Okay, na gut. Ja, wir müssen raus. Na hey. Wir brauchen mehr Bewegungskarten. Ah, Strike weg. Wo? Ah, immerhin zweimal Bock. Das ist gut. Kommen wir dann doch zu diesen Dingern. Brainburn. Reveal all magic cards. Sehr gut. Irgendwie müssen wir meine Magierin heilen. Wie viele Lebenspunkte hat er noch? Das ist irgendwie doof. Server, ja, ja, bla bla bla, okay. Try again. Try again. Come on. Das ist auch nicht gut. Yo. Rejoin us. Wenn sie daher geht, dann kann der auf sie schießen. Und das will ich auf keinen Fall. Wie lang geht das? Eine Runde nur. Wir haben überhaupt keine Feuerzauber. Und der hat auch noch zwei Zauber. Das heißt... Na warte mal, wo sieht denn der hin? Da sieht er nichts. Das heißt... Na hey, das ist ja ein Fiesling. Wie lange hält das? Auch nur eine Runde. Nein, nein, das will ich nicht. So. Ja! Ah, okay. Die haben so viele Laufkarten offensichtlich. Wow. Gott sei Dank, die zwei Dinger sind weg. Healing Pulse, das ist gut, das werden wir brauchen. Oh, das war gut, sonst wäre sie jetzt weg gewesen. Ha, jetzt hätten wir das gebraucht. Na super.
Okay. Sie kann dreimal draufhauen. Das heißt, sie kriegt das Frenzy. Mhm. Das machen wir. Flaming Spit kriegt nicht gut. Au! Das Feuer geht, Socks geht mich schon ziemlich an. So, mit dem Power Spark werden wir ihn mal grillen. Und killen. So, der war schon ziemlich nervig. Und der hat nur noch Run. Das ist gut. Das heißt, du gehst jetzt daher. Ah, Mist. Jetzt muss ich doch tatsächlich einen Big Set machen, um den loszuwerden. So. Der hat noch zwei Karten in der Hand. Schauen wir mal, ob er noch was angreifen kann. Nö. Greift sie alle sie an. Das ist überhaupt nicht richtig. Wir werden es doch noch überleben. Uff. Also wir sollten den Typen jetzt erledigen. Weil... aber wir werden ihn auch erledigen mit ziemlicher Sicherheit. Meine Dings ein. Ah, ist da gerade im Dings. So ein Feigling. Komm zurück. Ja, so ein Feigling. Mist. Also ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, was soll man denn wegkommen? Den Simple Strike. Achso. Zuerst von dir. Reliable Hide. Simple Strike. So, jetzt ist meine Zauberin einmal tot. Was? Das war ja voll hilfreich. So sind wir da nicht gestorben. Kann man nicht sterben durch seinen Schaden? Das wäre nett. Das war jetzt gar nicht einmal so einfach. Inside several of the demons are useful treasures. Wincing, you retrieve them for later use. Shadows dance among the plinths ahead. You must press to the next ring of circle. Okay.
mein Krieger hat verdammt wenig schadensmachendes Zeug. Enervating Spare. Ankommen Divine Weapon. Puh. Was kann das? Attach the target when target takes damage. Ach so, das ist ja gar nicht nur bei Flammen. Meine Güte, ich bin so dumm. Roy Greenhill ist ein Mädchen, das sehe ich jetzt erst. Achso, den habe ich sogar schon, diesen Speer. Was ist das? Bulky Clove West. Was kann Leather Harness? Armor 1 keep. When you roll a die for armor, add 1 to it keep. Ah, okay. Was kann das? Klappt an, mein Zwergel. Okay. Mhm. Gut. Okay, beyond the standing stones of the outer ring stand a dozen dead black trees. Imps frolic unwholesomely among the boles. Several of these emit an evil green glow, and acid drips from their talons. They bound towards you and attack. Battle. When Melvin played this battle, he always moved after the acid imps had sprayed their acid. Mhm. Ich hab's mir fast gedacht, ich wollte jetzt sowieso eher stehen bleiben zunächst einmal, weil wir stehen da halbwegs gut. Hm. Wir haben da nur einen Dash. Wow, das wäre super, wenn der irgendwo rankommen würde. Das wäre echt genial. Der hat diesen Overswing. Der bringt einen auf einmal um. Hm. Und das kannst du eigentlich gar nichts. Das ist du nicht. Das ist du nichts. So, der sieht. Ah, jetzt sind wir ihn, sieht er ihn. Und er sieht sie auch. Hm. Ja, nochmal passen. Das Problem ist, wir dürfen es nicht zu oft machen. Wenn ihr auch passt, dann ist die Runde vorbei und wir verlieren quasi eine Runde. Ah, ist schon recht. So, warte mal, mit ihr werden wir da auf jeden Fall rankommen. Aber das Problem ist, sie hat keine Angriffe. Mit ihr werden wir auch rankommen und immerhin hat sie den Simple Bash. Mit ihm werden wir nirgends dazu kommen, obwohl er sicher cool wäre, aber wir werden das Ganze mal auf. Oh. Wir konnten es nur auf uns spielen, meine Güte, ich bin so dumm. Hm.
Gut, du bewegst dich jetzt nur daher. Aha. Okay, du musst dich dann auch noch bewegen. Wenn ich sie daher bewege, dann kann ich von hinten quasi angreifen. Der sieht das nicht, sieht das nicht, sieht das nicht. Der auch nicht, der auch nicht. Gut. Und sie hat auch eine Bewegungsdings. Okay, der macht gar nichts mehr. Ach, wie, was haben wir weg? Die Flaring Torch, den Leather Harness. Wäre schön, wenn er zwei Bewegungskarten kriegen würde. Ja, wieso auch? Es wäre auch zu einfach, zwei Bewegungskarten für den Zwerg zu kriegen. Nein, bewegen tun wir uns erst später. Das da auf einen von den Zehnern spielen. Diese Acid Imps will ich als erste ausbauen. Achso, nein. Kann ich nur auf einen von diesen beiden spielen. Ich will nur auf den spielen. Holy Frenzy. Was macht das? Es macht einen Schaden. Aber dafür zwei Runden lang Frenzy. Wenn ich es auf ihn spiele, ob der in zwei Runden irgendwo dazukommt, dass er wo draufhauen kann. Ich mach's trotzdem. Damit ich es auch brauche. Ah, verstehe. Der hat sich jetzt bewegt, dass er in diese Richtung schaut. Tja, ich fürchte, du kommst noch immer nirgends hin. Dieser Zwerg ist so lahm. Little Sap und Big Sap. Schon recht, Idiot. So, machen wir das. Au. So, die haben noch zwei Karten. Die haben noch drei Karten. Machen wir noch ein paar. Kannst du in alle Richtungen schauen? Machen wir da mal Kurs. Nein! Das ist genau das, was ich befürchtet habe, dass passieren würde.
jetzt beweglicher sein. So. Ah, Telekinese. Ich habe noch zwei Walks bei dir. Wenn ich mit ihr jetzt daher renne. Okay, warte mal, das ist was. Ein Shot Blast. Der kann einen Zwerg treffen. Misguided Heal? Was kann das? Heal for healing is applied after damage? Was? Ah, verstehe. Das heißt zwei Schaden und nachher heil dafür. Okay, einen Acid Splash hat der noch. Einen Short Blast und das, das sind keine Angriffszauber. Denn er hat ja dieses Ding gehabt. Na gut. Dann werden wir halt versuchen, die Arcane Imps zu killen. Warum ist das jetzt passiert? Warum habe ich eine Karte verloren? Nein! Irgendwas habe ich nicht verstanden. Unholy Frenzy added 2 damage. Scored 1 point. Milk runs, milk moves. Der kann swings. Okay. Discard your oldest card when you play this. Ach Gott. Man sollte sich diese Karten genauer durchlesen. Nein! Nein! Jetzt können wir uns nicht mehr bewegen. Zap und Sorcerer's Bolt. Okay. Short Blast. Also initially au! Hörst du auf? Wir wollen den loswerden. Das heißt, wir müssen uns zu ihm begeben. Grausam. Zwei Runden. Skuppel. Okay. So, die sind mal los. Das ist gut. Und wichtig. Uff. Wäre irgendwie schön, wenn wir mehr als einen Walk nur kriegen würden. Verdammt. Penetrating Sap. Fragile Curse. Okay. Ich fürchte fast. Wobei einen Acid Splash können sie nicht machen. Sie könnte daher, aber das will ich auf keinen Fall. Ihr könnte daher. Sehe ich auch nicht unbedingt jetzt machen. Oh, Moment Round.
Was? Er hat mir gepasst. Ach Gott. Na gut, Simple Strike weg und Bludgeon weg. Und was kann Purging Strike? Ah ja, weg damit. So, Resistant Height. Ich glaube, die behalten wir uns vielleicht sogar. Weg. Nur der Zwerg muss beweglich werden. Wie das? Mhm. Ah, Spark. Mhm. Ja, jetzt haben wir natürlich kein Dings mehr. Fake. Fake. So, warte mal. Können wir mit dem von den beiden killen? Warte mal, der macht 5 Schaden. Mit dem macht er 7 Schaden. Aber das... mit dem macht er nur 5 Schaden. Hm. Schade eigentlich. Und mein Zwerg kommt nicht mehr nah genug ran. Idiotischer Zwerg. Au. Fiesling. Okay. Dann machen wir... Hm. Das ist eine gute Frage. Nochmal bei dem Hinteren. Oh, danke. Wenn ich das gewusst hätte. Na gut. Enter. Enter. Naja, jetzt haben wir nicht gewonnen, weil den erwischen wir nie. Na, hörst du? Auf, das gibt's ja wohl nicht. Aber jetzt ist er fast schon eingestellt. Auch, ja. Noch spät ist der Healing Pulse gekommen. So. Mit dem Walk kommen wir auch nicht zu ihm. Das gibt's ja wohl nicht. Das ist ja wohl echt eine Frechheit. Und die sind alle zu kurz. Aber wenn ich ihn hierher stecke, dann kann der nirgends mehr hin. Du gehst daher. So. Also ist er tot. Tot! So, was haben wir weg? Bludgeon. Und den. Wir müssen ihn nur noch einmal treffen. Boah, super. Thank you.
Gar nicht so einfach, diese Dinger anzustinken. Okay, Herrschaften, an dieser Stelle höre ich für jetzt mal wieder auf. Wir sehen uns übermorgen wieder. Ich werde aber jetzt wahrscheinlich gleich weiter aufnehmen. Bis dann. Tschüss euch.